Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf Video Minecraft. Irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu, denn es gibt einen neuen Kommando in Minecraft. Da kann man auf diesen Knopf drücken und dann explodiert der Kommandoblock wirklich. Ja, ich rede von der 1.7, die jetzt schon, ich glaube, wenn jetzt dieses Video ankommt, dann ist es schon eine Woche alt. Weil ich mache ja immer im Voraus meine Videos, falls ich mal nicht dazu komme in einer Woche. Ne? Ist ja ganz genial. Wie dem auch sei, endlich ist die 1.7 draußen, damit auch viele neue Features. Und jetzt geht auch das, was ich letzte Tage mal schon gezeigt habe, ich glaube in der zweiten Folge. Diesmal kann man tatsächlich mit Kommandoblöcken TNT, Minecarts in diesem Fall, beschwören. Naja, heute geht es um das Scoreboard. Und damit hätten wir dann auch wahrscheinlich heute den Beginnerbereich abgedingst. Ihr wisst, was ich meine. Abgeschlossen. Erstmal muss ich mich gerade hier zurechtfinden in den neuen Interface hier. Ja, ich finde, es ist schon wirklich cool gemacht, muss ich sagen. So, Scoreboard. Diesmal bleiben wir erstmal im Chat. Was heißt Scoreboard? Wir können eigentlich im Scoreboard, können dann mit Tab die Befehle ergänzen. Wir haben jetzt Objectives, Players und Teams. So, Objectives heißt erstmal überhaupt etwas erstellen. Beim Scoreboard können wir uns merken, Objectives heißt in Minecraft das Objekte. Auf Deutsch würden wir jetzt sagen Variablen. Bingo! Guckt da einmal in euer wunderbares Heft rein und schon wisst ihr schon, was ich meine. Wie dem auch sei, Objectives machen wir jetzt List, Add, Remove, Set Display und das war es auch schon. List heißt, dass alle Objekte angezeigt werden, die es gibt. Mit Enter bestätigen wir, wie man sieht, es gibt keine. Also machen wir mal Add, naja, ist ja klar, ein Objekt hinzufügen. Jetzt deklarieren wir den Namen des Objektives. Wir nennen es jetzt einfach in diesem Fall mal Test oder, lasst uns überlegen, Kills. Einfach mal Spaß. So, wenn wir jetzt Tab drücken, können wir eine ganze Menge dort einsehen. Wie man sieht, ei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 e
Viel. Dummy heißt, dass ich die Zahl so verändern will, wie ich so verändern kann, wie ich möchte. Scoreboard, Objectives, ZDisplay, ein. Scoreboard, Objectives, ZDisplay, Sidebar, Test. So, wieder rechts wird nichts angezeigt. Jetzt kann ich die Variable nur verändern, nicht indem ich einen Huhn töte oder so. Nein, die Variable lässt sich nur in dem verändern, indem ich jetzt über dieses, was ich gerade schon gemacht habe, Z Test auf 15 zum Beispiel oder auf 1. Ist ja irgendwie lächerlich, findet ihr. Was bringt mir das, dass ich die Variable verändern muss? Ich kann euch jetzt zeigen, was das Ganze bringt. Und zwar, ihr kennt sie schon, die Eingabe Test for at p, den wir dann definieren. Diesmal aber nicht mit Koordinaten, sondern mit Score, Unterstrich, dann der Name der Variable, Test. Jetzt können wir machen gleich und dann eine Zahl. Das bedeutet höchstens 5. Das heißt, wenn der Score von Test höchstens 5 wäre. Das heißt, 5 würde gehen, 4 würde gehen, 3 würde gehen, 2 würde gehen, 1 würde gehen, 0 würde gehen, minus 1 würde gehen und so weiter und so fort. Alles, was über 5 ist, würde nicht gehen. Mit anderen Worten, da die Variable jetzt auf 1 ist, sehen wir, es wird ein Output geben. Wenn ich meine Variable auf 15 setze, gibt es kein Output. Dann können wir auch mindestens machen. Machen wir nochmal Unterstrich min gleich. Das wäre dann mindestens. So. Sagen wir, wenn sie mindestens 8 ist. So, das wird jetzt ein Output geben, klar. Wenn ich sie aber auf 7 mache, gibt es kein Output mehr. Wenn wir jetzt genau 8 haben wollen, geht das nur mit Score unterstrich Test unterstrich mindestens gleich 8, Komma Score unterstrich Test, der Name der Variable, gleich 8. Also mindestens 8 und höchstens 8. Anders geht das nicht. Tut mir echt leid. So, und schon, nö. Und erst wenn sie 8 ist, jö. Wozu brauchen wir das denn jetzt? Immer noch die Frage. Wir machen jetzt hier eine Clock. Ich empfehle dabei die gute Hopper Clock. Es ist echt eine super simpel gebaute Clock, die gut funktioniert. Was reinschmeißen, was oben drauf tun. Das kennt ihr sicherlich aus meinem Video. Eine Wireless-Tür. Nee, Quatsch. Eine automatische Tür, die automatisch aufgeht. Jetzt machen wir hier Score. Test. Mindestens gleich 1. Da mache ich meinen aktuellen Score auf 0. So. Und wir machen jetzt hier eine Tür hin. Nehmen uns einen Kommandoblock, gehen nach hier, 1, 2 Kommandoblöcke, dann nehmen wir uns ein bisschen rote Wolle, ein bisschen grüne Wolle, machen hier die rote Wolle, hier die grüne Wolle, klick, klick. So, jetzt machen wir im Chat Scoreboard oder, ja, ich gebe es im Chat immer erst ein Scoreboard, Players Z. Haha, at P, ihr erinnert euch, was das bedeutet, immer der nächste Spieler zum Kommandoblock. At P, Test 1. Das kopiere ich mir jetzt und schreibe das in den Kommandoblock. In den roten schreibe ich genau das gleiche, nur hier packe ich eine 0 da rein. Also set at p test 0. Et voilà, eine automatische Tür. Ich drücke auf grün und wir sehen, die Tür öffnet sich. Ihr drückt auf rot, die Tür schließt sich. Ist das mal nicht episch? Ich meine, wireless Redstone. Und so könnt ihr das dann machen. Ja, das ist drahtloser Redstone. Somit könntet ihr theoretisch einen wunderbaren Aufbau bauen. Eure TNT-Kanone mit 100 Volt oder was auch immer vorbereiten, ganz gemächlich dann irgendwo hingehen, la 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 la, la la la, in Sicherheit bringen, Knopf platzieren, hier reinschreiben und bumm. Yeah! Und euch wird nichts passieren. Dafür könnte man das zum Beispiel benutzen oder für Minigames oder so ähnlich. Ja, das wäre jetzt einmal alles über das Scoreboard, was man erzählen kann. Dann gibt es noch die Teams. Scoreboard, Teams, Add. Jetzt machen wir ein Team. Das können wir zum Beispiel nennen Blau für ein Dings. Enter, fertig. Wie kommt ein Spieler in ein Team rein? Scoreboard, Teams. Ja, wir sehen viele Möglichkeiten. Join in diesem Fall. Join, dann Entschuldigung, dann der Teamname und dann der Spielername. Join Blau. Minecraft oder ihr könnt auch hier reinschreiben at p. Jetzt bin ich im blauen Team. Jetzt können wir noch Scoreboard Teams Option, dann blau. Und jetzt gibt es drei Option-Möglichkeiten. Vier, nee doch drei. Color, Friendly Fire und See Friends Invisible. Color, machen wir jetzt einmal Color, Ja-Taste. Jetzt können wir Farben eingeben. Blau würde ich sagen, Blue. Achtung, Englisch. Schauen sehen wir, mein Spielername ist blau. Auch wenn ich was schreibe, mein Spielername ist aber sofort blau. Wie verlasse ich ein Team? Mit Scoreboard, Teams, Leave und dann, ja, ergänzen.
Andere Optionen wären hier noch Friendly Fire. Das bedeutet, wenn ich meine Gegner, ab jetzt, wenn es true ist, wenn ich meine Gegner angreife, erhalten sie keinen Schaden. Zumindest sollte das so sein, habe ich noch nie ausprobiert. Und zu guter Letzt, See Friends Invisible. Nee, See Friendly in, keine Ahnung, was das heißt. Auf jeden Fall bedeutet das, dass wenn ich jetzt zwei Spieler auf dem Server habe, was jetzt nicht gerade die Möglichkeit hat, auf jeden Fall, wenn zwei Spieler auf dem Server sind und beide sind unsichtbar und beide sind im gleichen Team, dann können sie sich sehen. So ist auch der Trick erklärt, wie Zeth Blinks Ghost Fight oder wie auch immer das hieß, funktioniert. Seid im gleichen Team und euer Freund ist unsichtbar, könnt ihr diesen Freund sehen. Boah, ist das geil. Also mit dem Unsichtbarkeitstrank, ihr wisst, was ich meine. So. Jetzt geht auch schon die Sonne unter. Passt ja irgendwie wunderbar. Das ist erstmal alles, was wir über das Scoreboard wissen möchten. Und im nächsten Part geht es dann weiter mit dem fortgeschrittenen Bereich. Ciao.